Liebe Leute, wir spielen Civilization 6, wir spielen mit den Portugiesen, wir spielen mit WB und mit Matsumanix. Hallo zusammen und viele Grüße. Da ist er. Wir spielen live auf Twitch, Beginn eines neuen Livestreams und damit einer neuen Mini-Aufzeichnungsstaffel. Heute am 8.9., 9. Mai, 2. Mai, 2. Mai, Twitch-Livestream-Abend mit Civilization 6 mit unseren Portugiesen. Euch alle, ob auf Twitch oder auf YouTube, herzlich willkommen. Wir legen gleich mal los. Wir haben einen Politikkartenwechsel vor der Brust, wenn wir das wollen. Und aber ich glaube, Matsumanix, wir wollten alles so lassen, wie es ist. Wir können uns nochmal angucken, den Veteranenstatus, ob wir wirklich so viel Produktion, so viele Hafenbezirke und Gebäude drin haben, dass es sich lohnt, diese Militärkarte noch zu nutzen. Klicken einmal auf die Mehrfachliste. Ach übrigens, ich werde so oft, jede Woche mindestens einmal auf YouTube gefragt, Mensch, WB, wie kommst du an die Erträge rechts oben, wenn du mit der Maus auf die Porträts drauf gehst? Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal erklärt, aber ich werde so oft danach gefragt. Es ist ganz simpel. Ihr geht einfach und drückt auf Escape, ihr geht ins Optionenmenü, ihr geht dort auf Interface, ihr geht dort auf HUD, Erträge anzeigen lassen. Da gibt es drei Optionen, da kann man das einstellen. Wir gehen nochmal in der Mehrfachliste einmal quer durch und stellen fest, dass wir tatsächlich, Matze, ja, wir wurden zu Recht im Chat darauf aufmerksam gemacht werden, von Nefus Seket, der hatte eben nachgefragt, wir brauchen die Karte nicht mehr. Keine Lager, da ist gut aufgepasst, danke an dich. Die können wir rausschmeißen, die Karte hier, können eine andere Militärkarte stattdessen reingeben. Wir haben mittlerweile viele Seehäfen, wir könnten die 2 Wissenschaft-Mehrkarte reinnehmen. Mehr Öl und mehr Alu brauchen wir nicht. Unterhaltskosten reduziert um 2 Gold pro Einheit. Ich schätze, wir haben so 20 Einheiten vielleicht. Da würden wir vielleicht 40 Gold gewinnen. Könnte man machen. Und Seehäfen haben wir deren, was schätzt du, vielleicht 10? Dann würden wir 20 Wissenschaft gewinnen. Das ist, glaube ich, beides etwa gleich viel wert. Wissenschaft würde ich eher nehmen. Und der Rest, wir könnten auf Logistik gehen. Das ist alles irgendwie ziemlich egal, ne? Sollen wir auf Geld oder auf Wissenschaft gehen? Also da bin ich tatsächlich, glaube ich, eher für die Wissenschaft. Ich auch. Bei der Logistik hätte ich nur noch eine Idee, dass wir die vielleicht zeitnah auch reinnehmen könnten, weil wir wollen ja auch noch einen Siedler kaufen. Wir haben ja große Wunderpläne, nördlich von Wundersalz dort in den Gebieten eine Stadt zu gründen für das Weltwunder, das wir gerne bauen wollen, mit der Amundsen-Scott-Station. Da muss der Siedler ja hinkommen. Und da sind wir noch nicht mit der Eisenbahn. Sag mal, mit wem wollten wir mal oben scouten? Ich glaube, mit dem großen Ingenieur hier, mit Shayan, der rennt in der nächsten Runde hoch und guckt, ob da was Spannendes ist. Und der Siedler, oh stimmt tatsächlich, wir haben hier noch keine Eisenbahn raufgefahren. Das kann lange dauern. Da sollte man gleich die Militärpioniere schnappen und versuchen, ihm eine Eisenbahn hochzubauen. Dann wäre das mit, ja, aber ein Punkt mehr. Er hat 2 Bewegungspunkte im Augenblick. Dann wären es auch nur 3 mit dem Siedler. Aber, ja, das bringt nicht viel, ist alles waldig. Jedes Waldfeld kostet 2 Bewegungspunkte, der wäre also gar nicht schneller unterwegs. Man könnte es machen auf dem Wasser, da hätten wir auch einen Punkt auf dem Wassermeer, wenn er da lang fährt. Das geht alternativ. Wir könnten ihn die Küste lang schicken, wir könnten ihn mit der Eisenbahn schicken rüber nach Schlaraffenhafen, auch wenn das ist und hier die Küste lang fahren lassen. Aber ist alles so Spekulatius, ne? Ja, also nee, dann brauchen wir die Logistik, glaube ich, jetzt nicht so. Sag mal, oder, weißt du, was wir auch machen können? Wir können auch sagen, wir kaufen die doch in Wundersalz, was soll's. Dann verlieren sie zwar einen Bürger vor Ort, aber dann sind wir sofort oben. Das stimmt tatsächlich und wir bekommen ja auch demnächst einen neuen Bürger, das wird dann auch wieder schnell weitergehen, ja. So machen wir das. Lieber Chat, könnt ihr mal bitte auf Twitch Feedback geben bezüglich der Lautstärke von Matsuman und mir, ob wir auf einem Level sind, weil wir hatten zu Beginn des gemeinsamen Abends ein bisschen rumgetüftelt, das war schwierig heute einzustellen, wenn ihr mal Bescheid sagen wollt, ob wir gleich laut sind. Dafür gibt euch Matsumanix auch noch gerne eine kleine Tonprobe, dann wäre ich euch dankbar, Matze. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich habe heute WB versucht, etwas zu veräppeln bei der Tonaufnahme. Habe absichtlich mal laut, mal leise gesprochen, um zu sehen, ob unser WB das mitbekommt. Entsetzlich. Ganz furchtbar. Chat meint, Ton passt für mich, meinte wieder Mystery. Boah, danke, alles super. So, danke dir. Das ist sehr lieb.
Was hatte ich eben gefragt? Sitzt mein Scheitel oder hatte ich gefragt, ist Mazumanix laut genug? Ich glaube, ich hatte gefragt, sitzt mein Scheitel richtig? Super so, antwortet Brodak von Levin. Das ist das hübscheste Kompliment, das ich seit Jahrzehnten für meine Frisur bekommen habe. Ganz lieben Dank an Brodak von Levin. Du bist ein alter Charmeur. Danke dir ganz herzlich. Echt, das ist ganz lieb von dir. Ganz entzückend. Also einmal rauf und wir machen die Loyalität, brauchen wir nicht Geld oder Wissenschaft, wir nehmen die Wissenschaft rein und bestätigen das hier einmal. Frisur, Fragezeichen, Nurin, das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen. Eine Runde weiter. Sag mal, was machen wir denn mit dem vielen Geld? Wir wollten den Siedler kaufen und oben dann vor Ort viele Gebäude. Wir wollten, glaube ich, auch für, wo ist Renner? Die wollten wir doch für den Kauf von Bezirken immer hinterher schicken. Die ist hier unten. Ah, und die wollten wir hier kaufen lassen. Hafen oder so. Und dann schicken wir die rauf in die neue Stadt. Da kauft die uns einen Campus und die vielen Gebäude drauf, die wir brauchen. Weil die Weltraumstation Amundsen Scott, die kann man nur bauen auf dem Campus mit einem Forschungslabor. Das heißt, da müssen wir uns einmal durchkaufen. Trotzdem die 8-2, die wir haben, das ist gespenstisch viel, ne? Wofür sammeln wir denn, Matze? Wir wollen ja auch mit dem großen Ingenieur dann das Wunderschnell uns quasi erkaufen. Dafür brauchen wir doppelt so viel Gold, wie wir Produktion haben. Also brauchen wir das Wunder ja, und das danach natürlich noch weiter große Persönlichkeiten kaufen. Das ist auch cool hier, der Großhändler John Rockefeller, denn 3 Öl pro Runde könnten wir gebrauchen. Unsere Ölerträge gehen so, aber wir haben ja hier auch die Stadt gegründet jetzt, die hier extra Öl gleich noch auf dem Wasser bringt. Insofern ist das nicht die Handelswege noch mehr Gold. Das könnte uns auch viel geben bei 22 Handelswegen. Da könnte im Schnitt locker 40, 50 Gold zusammenkommen. Das würde auch Sinn machen. Ach ja, und mal 50%, die es bei uns gibt. Das können 50 Gold mehr sein oder weniger. Das hätten wir irgendwann amortisiert. Da kommen wir aber schwer hin. Das greifen die Mali gleich ab. Auch die machen auch in großem Tempo, den erreichen wir nicht mehr. Da müssen wir zu viel für ausgeben, das machen wir nicht. Den großen Admiral finde ich übrigens ganz spannend für uns. Die sind ja auch mal gebufft worden, was man mit denen alles machen kann. Und cool. Da gibt es eine sehr coole Möglichkeit, dass wir sofort Suzerän werden und alle anderen rausschmeißen, die in diesem Stadtstaat drin sind. Das ist ja toll, da könnten wir in zum Stadtstaat hingehen, wo wir bislang noch keinen Fuß auf den Boden gesetzt haben, weil es da ganz, ganz viele gibt, wo wir auch keinen Spion hingeschickt haben, weil einfach alle anderen schon so viel abgeräumt haben. Das ist super Deluxe Cool, da bin ich total für. Da brauchen wir allerdings auch. Engländer bekommen plus 8. Wir 42 an große Admiralspunkte durch die vielen Häfen. Den merken wir uns. Den kriegen wir auch. Da müssen wir nur rechtzeitig mal kaufen. Merk dir das Mazumanix und erinnere mich dran. Kommst du wohl alleine drauf oder muss ich aus dem Chat jemand dran erinnern? Ich frage einfach mal Video Game History, ob er das an den Chat weitergeben mag, als kleine Erinnerungsstütze an mich. Ja. Wer könnte bitte Video Game History daran erinnern, dass er Matze daran erinnert, mich daran zu erinnern, dass wir den großen Admiral brauchen? Bitte freiwillig melden, ja? Video Game History und notiere dir genau, wer es ist. Wir haben schon die ersten Freiwilligen, sehr gut. Wir können auch ein kleines Team zusammenstellen von Leuten. Wir brauchen noch jemanden, der das Team koordiniert. Kann sich bitte jemand melden, der bereit ist, dieses Team zu koordinieren? Und dann brauchen wir noch einen Verbindungsmenschen, eine Verbindungsperson zwischen diesem Team und Video Game History. Ja? Das wäre auch noch nötig. Wo, wann, bitte, Stepa? Vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis im Chat. Schön, dass du mit so viel Aufmerksamkeit dabei bist. Danke dir. Danke dir ganz herzlich. Auf Stepa ist Verlass. Unglaublich. Industriezeitalter in einer Runde. Futsch. Jetzt gehen wir hier hin. Der bleibt hier stehen. Der Handwerker hier hat noch 2 Aktionen. Einmal hier oben hin, bitte. Oder wollten wir den an Land ziehen, weil wir irgendwas vorhatten? Öl hier unten. Ist das schon angeschlossen? Ja, das ist schon angeschlossen. Ich glaube, wir wollten das Wasser hier. Ich glaube, wir wollten hier oben hin. Und der hier vorne wiederum, der macht gleich die Plantagen. Das ist sehr gut. Video Game History sehr aufmerksam. Verteilt an alle Leute im Twitch-Chat den Passierschein A38. Danke dir. Auf dich ist Verlass. Jetzt kommt Weltkongress. Hoffentlich, jetzt ist es ganz wichtig für unseren Diplomatie-Sieg, dass wir gleich richtig pokern. Und einen noch ein bisschen was abräumen können. Wir haben die Agenda Schmeichler von Philipp II. Erfüllt, weil wir so viele Poetin, Autoren, Heiligen, Wissenschaftler und Chatmoderatoren gewonnen haben.
Autos sind eigentlich immer noch so wie in unserer Kindheit. Am Ende ist es ein Verbrennungsmotor, der sie antreibt. Danke an Kentucky Fried Cumbie. So Leute wie du und deine Abos, die treiben mich an. Ihr seid mein Verbrennungsmotor. Danke an dich. 4 Monate abonniert. Vielen lieben Dank. Jetzt sind unsere gewasserten Einheiten fixer. Im Kriegsfall könnten wir mit Panzern. Ach, ich hätte gerne nochmal. Mal zu mal nichts, Mensch. Ich will nochmal ein Let's Play machen mit Civ 6, wo wir einfach nur mit Tumba-Gewalt in späten Spielphasen mit Panzern und mit Bombern andere fortgeschrittene Mächte massakrieren. Das wird mir echt mal Spaß machen wieder. Tatsächlich ist das auch eine Sache, die mir auch etwas zu selten vorkommt, mit diesen späten Einheiten mal so richtig Gas zu geben. Das stimmt. Die ganzen super Deluxe-Einheiten, wann setzen wir mal Fallschirmspringer ein? Die ganzen Bomber-Einheiten, die es gibt. Würde ich echt mal gerne machen. Mr. Mysterio, macht das in Pete's Meat Stream, WB. Ja, wenn die anderen nicht vorher aufgeben, dann gerne. Dann könnte man das versuchen. Also, Golden Gate Bridge können wir bauen. 3 Annehmlichkeiten brauchen wir nicht. Wir haben genug Geländefelder, Anziehungskraft, Tourismus brauchen wir alles nicht. Kreuzenhandelsweg könnte interessant sein. Da lasse ich mich gleich durch Matsumanix coachen, ob wir die irgendwo bauen wollen. Den Rest ignorieren wir. Neues Zeitalter. Weltkongress in einer Runde. Zeitalterfortschritt. Wir sind ein Zeitalter weiter. Goldenes haben wir bekommen. Neue Widmung. Der Rest Heldenzeitalter bei Vicky und bei Mansa Musa. Bei den Engländern und den Mali und ebenfalls bei Philipp, dem bösen Burschen und dem Anführer der Spanier. Normales Zeitalter für Peter und seine Russen, dunkles für Willi und die Holländerinnen, für Cooper und den Maori, die haben, glaube ich, ein Abo auf dunkle Zeitalter. Und auch Fusellini, die Brasilianer und ihr fusseliger Anführer haben ein bisschen Pech gehabt. So, jetzt müssen wir mal nachdenken, ob wir Münzreform nehmen oder Herzschlag des Dampfes. Die anderen sind für uns uninteressant. Münzreformhändler können nicht geplündert werden, aber ich habe irgendwo im Kopf, Matsumanix, gibt es nicht schon einen Stadtstaat, der uns das bringt? Ja, hier. Mogadischu. Händlereinheiten sind immun gegen Plünderung auf Wassergeländefeldern und da wir im Moment, Matsumanix, lediglich, guck, ob du den Satz vervollständigen kannst, lediglich Händler über Wasserfelder am Laufen haben, sind unsere Händler vollständig geschützt. Zwei dumme ein Gedanke. Matsumanix, sehr cool. Kannst du auch folgenden Satz noch zu Ende führen? North Bowman verhält sich zu WB wie das Praktikalb zu? Matsumanix. Sehr gut. Hör mal, das ist ja unfassbar. Wo schüttelst du das so schnell her? Sensationell. Also Mogadischu, Händlereinheiten sind immun, deshalb bräuchten wir diesen Bonus nicht unbedingt. Gucken uns das nochmal an. Aber die Handelswege plus 3 Gold pro Spezialbezirk, Mann, das lohnt sich schon sehr. Sag mal, lass uns mal schätzen. Wir gehen ja mit Absicht zu anderen Städten hin, wo es unglaublich viel Erträge gibt. Und die gibt es nicht nur wegen unseren Fettorias, sondern es gibt ja umso mehr Erträge, je besser ausgebaut die Zielstädte sind, weil die meisten der Erträge, die man bekommt von einem Handelsweg, hängen davon ab, wie viele Bezirke in der Stadt sind, wo man hingeht. Und also wie viele und welche das sind. Und deshalb sagen Sie, lass uns mal schätzen, was schätzt du im Durchschnitt? Wie viele Spezialbezirke hat eine der Städte, wo wir hinfahren? Meinst du, es könnten 5 sein oder 4? So um und bei könnte das womöglicherweise hinkommen. Ich habe aber mal geschaut beim Rundenwechsel, wie viel Gold wir vorher verdient haben und wie viel wir jetzt verdienen, ohne diesen Bonus der Münzreform. Weshalb ich, der Chat schreibt es auch schon, sagen würde, es sind ungefähr 500 Gold, die wir bekommen durch die Münzreform. Das sollte man sich schon überlegen. Alternative hier drunter, das ist auch cool. Herzschlag des Dampfes. Die 10% mehr Produktion für Wunder ist mir egal, aber dass der Wissenschaft-Nachbarschaftsbonus des Campusbezirks auch Produktion gewährt, ist wichtig. Jetzt ist die Frage, ne? Das ist eigentlich, also das ist cool, weil wir haben Wissenschaftsnachbarschaftsboni bei den Campusdistrikten. 2 Sachen würde ich jetzt zu bedenken geben. Das eine ist, wir haben zwar Campusbezirke, aber die stehen nicht immer, aber meistens gar nicht so günstig. Das heißt, wir haben zwar viele gebaut, aber die haben nicht immer viele Nachbarschaftsboni. Wir haben vor allem die halt gut ausgebaut mit vielen Gebäuden. Natürlich haben wir den einen oder anderen Campus, der super Deluxe Nachbarschaftsboni hat, aber es ist eher so durchschnittlich oder knapp unterdurchschnittlich. Die zweite Sache ist, wir haben ohnehin schon sehr viel Produktion. Das heißt, wir würden zwar ein bisschen mehr bekommen, aber ist das so ausschlaggebend?
Die andere Sache, die ich sehr wichtig, die wichtigste Frage, die aber meines Erachtens wir uns stellen müssen, Matsumanix, das ist die, wofür wir die Produktion einsetzen, wenn es wirklich in Richtung Forschung sie geht. Dann brauchen wir demnächst statt Projekte, also dann Mars-Satelliten ins Weltall schießen, andere Himmelskörper besiedeln, Kolonisten ins Weltall schicken und so weiter. Das sind die Projekte. Und diese Projekte kann man sich nicht erkaufen. Wir können also nicht Gold ausgeben, wie wir in einem anderen Bonus bekommen könnten, um ein Projekt abzuschließen. Man kann mit Gold ein Gebäude abschließen. Man kann eine Einheit damit kaufen, man kann kein Projekt damit finalisieren und abschließen. Das geht alles nicht. Das heißt, wenn wir der Meinung wären, dass innerhalb der Epoche, die jetzt kommt, es auf jeden Fall auf Richtung Forschung sie geht, dass wir auf jeden Fall die Stadtprojekte abschließen müssen, dann wäre das ein Argument zu sagen, dann holen wir uns die Produktion vom Herzschlag des Dampfes, damit wir die Projekte schnell anschieben können. Sind wir dagegen der Meinung zu sagen, nee, ich skizziere mal einen alternativen Weg. Der alternative Weg ist der Plan B und der sieht so aus, dass wir sagen, selbst wenn Forschung siegt, wir bekommen ja in Kürze eine Politikkarte, durch die kann man, ich glaube, das geht über eine Politikkarte, Matsumanix, durch die unsere Handwerker auf Projekte abschließen, also mithelfen können, die abzuschließen. Also nach der Anzahl der Ladungen, der Aktionen, die haben, wenn man die auflöst, auf einem Raumhafen zum Beispiel, dann geben die dem Produktion für das Projekt vor Ort. Ne? Das ist, glaube ich, durch eine Politikkarte, ne? Das ist durch die Royal Society, die genau. Wir im Regierungspass gebaut haben. Das war's, durch das Gebäude. Danke dir. Und die wiederum, die Handwerker, die können wir kaufen. Und wir können umso mehr kaufen, wenn wir in die Münzreform gehen. Und wenn ich diese beiden Sachen miteinander abwiege, Matsumanix, und die Tatsache, dass wir auf Diplomatie-Sieg, ach so, andererseits, wenn wir auf Diplomatie-Sieg gehen und es gibt noch eine Umweltkatastrophe, bräuchten wir wiederum die Produktion eher. Aber nee, wir würden dann auch Geld, wir wollten auch dann Geld in die Hand nehmen für die Projekte. Das heißt, wenn ich das beide abwiege, würde meine Waage ganz knapp Richtung Münzreform gehen, weil wir die Projekte bei den internationalen Hilfslieferungen, Diplomatie-Sieg ohnehin mit Geld eher uns holen als mit Produktion, die Handwerker kaufen können, dann ich auch die Projekte schneller abschließen können, weil es eine Allrounder-Sache ist, um mit Rainer auch Bezirke kaufen zu können und weil die Produktion eigentlich bei den meisten Sachen ersetzen können durch Gold und ansonsten durch die Handwerker, die wir uns kaufen. Ja, also ich sag mal, Gold ist geil. Matsumanix. Aber echt hier, ich labere hier 5 Minuten einen Monolog und du rotzt da mal kurz so einen Vier-Wortsatz rein. Unglaublich. Also das machen wir. Wir machen Münzreform aus Basta-Zack. Ich habe gar nicht gelesen, was der Chat gepostet hatte. Wofür waren die denn, Matsumanix? Gold kann man nicht genug haben. Daniel Dagobert. Ja, also geht in die gleiche Richtung. Okay. Weitere Spione brauchen wir für Gesandte vertreiben, unser Zerrän-Status. Wir wollen wissen, wo Uran ist. Viel wichtiger ist immer Bohrinseln, damit wir mehr Öl bekommen, damit wir da alle Freiheiten haben. Ist ganz schnell gemacht. Zwei Runden nur und mehr Nahrung auf Fischerboote. Danach gucken wir weiter. Da haben wir auch noch gar keinen Raumhafen gebaut. Einmal hier hin. Ich wette, hat schon jemand aufgeschrien, WB, Bau, Sperren, Hochwassersperren, hat das schon jemand geschrieben? Ich wundere mich tatsächlich, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe drauf gewartet, dass wir mal gucken können, ja. Um den Leuten zu zeigen, ey, wir haben noch ganz viel Zeit. Ja, genau, weil das ist doch fast schon ein Running Gag, weil also nicht alle, aber viele Leute werden ganz früh im Spiel super nervös, wenn man an den Küsten baut, das haben wir viel gemacht, und wenn es da Überschwemmungsgebiete gibt, die sind da der Meinung, man muss schnellstmöglich, also nicht timen, sondern schnellstmöglich Hochwassersperren freischalten und bauen, ne? Mhm. Und wir beide dagegen, wir pokern, du und ich. Ja, wir warten einfach ein bisschen ab. Wir brauchen bestimmt noch so, also man kann es ja sich angucken im Weltklima, aber ich würde jetzt mal grob schätzen, so 20 Runden haben wir bestimmt noch Zeit, bis dann das Ganze mal ansteigt. Und 21, sehr cool geschätzt, Matze. Ja, immerhin. Sendezentrum steht, nächster Schritt Fabrik. Riesenrad, Staudamm. Wie sieht die Stromsituation aus? Was verbrauchen wir hier? Fabrik ist noch nicht gebaut. Wir bekommen Strom von anderen. Wahrscheinlich. Von irgendwoher bekommen wir die. Nutzbare Energie. 6 von anderen.
Gott, ich weiß mal wieder nicht, wo kommt der Strom her? Aus örtlichen erneuerbaren Energiequellen? Aber ich dachte, wir haben noch keinen hydroelektrischen Staudamm gebaut. Wo kommt das Zeug denn her? Ach, von den Hafengebäuden. Stimmt, von den Hafengebäuden. Das heißt, wir haben genug Energie. Wir haben ja so einen sozialen Bonus, dass die Hafengebäude jeweils +2 an Energie liefern. Also wir brauchen eigentlich keinen hydroelektrischen Staudamm. Riesenrad, Annehmlichkeiten ist Deluxe. Brauchen wir im Augenblick auch nicht. Alles ist dermaßen begeistert. Ab +5 sind Leute begeistert. Brauchen wir irgendwann jetzt noch nicht. Dann gehen wir mal auf Fabrik. Wo wir 111 schon haben. Es ist irrwitzig, was wir haben. Können wir einen Spion bauen im Moment? Nein? Doch. Wir könnten den Spion vorziehen, weil es hier so super produktiv ist. Ich stelle mal den Spion ein. Da gucken wir gleich mal weiter. Dann der nächste Schritt hier vorne. Fabrik steht. Ach komm, Red Scavenger. VB, wir sollten dich an irgendwas erinnern. Wir haben vergessen, was es war. Leute, ihr treibt mich in den Wahnsinn. Ganz im Ernst. Beziehungsweise Red Scavenger. Also echt. Woran wollten die mich erinnern, Matze? Ja, gute Frage. Also wenn ich mich nur an die Erinnerung erinnere, kann ich natürlich nichts weitergeben, lieber Red Scavenger. Also, die erwischt uns völlig auf dem falschen Fuß. Ich habe keine Ahnung, worüber ihr gerade redet. Vielleicht war das in einem anderen Let's Play, bei einem anderen Spiel. Ponyhof-Simulator, ich weiß es nicht. Bei irgendwas anderes vielleicht. Was bauen wir hier vor Ort? Forschungslabor. Dann sind wir hier vorne. Theaterplatz steht. Nächster Schritt, Bank oder Amphitheater. Wir gehen auf kulturelle Forschung. Dann bauen wir hier vorne im Amphitheater noch ein Kunst- oder ein archäologisches Museum. Diesmal machen wir noch ein archäologisches, glaube ich, weil, wenn ich mich hier richtig erinnere... Nee, wo haben wir die Artefakte, die Wracks, die Schiffswracks? Hier sind weit und breit keine. Lassen uns die mal highlighten, wo wir die finden. Die sind ja freigeschaltet worden. Ja, doch ein paar nebeneinander. Die könnten wir abgreifen. Dann bauen wir da oben ein archäologisches Museum. Wann bekommen wir den nächsten großen Künstler? Dauert. Dann machen wir ein archäologisches Museum da oben und holen uns die Artefakte stattdessen. Dann einmal Bananenplantage, bitte. Jetzt haben wir die Militärpioniere und mit denen wollten wir Richtung Wundersalz rauf und Richtung Sternentraum noch unsere Eisenbahnen bauen. Einmal hierhin, bitte. Dann gehen wir mit ihm einmal gucken, ob wir einen coolen Platz finden. Für eine Stadt, wo wir das... Ja, wir müssen noch ein bisschen weiterlaufen. Wir gucken mal nächste Runde. Soll man den Siedler schon kaufen? Ist es prinzipiell möglich? Was meinst du, Matze? Also wir brauchen für die... wir wollen uns holen diese Station hier. Guck mal. Die kommt demnächst. Dauert noch ein paar Runden. Amundsen Scott Südpol Station. 20% Wissenschaft reichsweit, 10% Produktion reichsweit bei uns. Und um die bauen zu können, brauchen wir einen Campus. Wir machen da drauf, komplett ausgebaut bis zum Forschungslabor, all diese Gebäude. Und wir bauen auf einem Schnee- oder einem Schneehügelgeländefeld. Das sind die Voraussetzungen. Und wir müssen halt bauen neben einem solchen Campus. Der Rest, da sind nur andere Dinge aufgeführt. Das ist aber so, das sind so extra Sachen, die sind nicht zwingend, ja. Und wir brauchen... Genau, und das sollte eigentlich möglich sein hier oben. Campus, wo kann man einen Campus bauen? Kann man Campus überall bauen? Auf den Schneefeldern so schon, weil ansonsten wäre er ja da nicht baubar. Sonst wäre das da nicht aufgeführt. Und hier ist auch nicht eingestellt, dass es irgendwo anders wäre. Das ist die Süßwassergeschichte, die können wir knicken. Rot geht nicht, hier vorne können wir bauen und hier hinten. Das heißt, wir könnten zum Beispiel bauen. Überall, es gibt genug Plätze. Also wir können schon mal einen Siedler kaufen, finde ich.
Aber der Siedler hat ein klitzekleines bisschen Zeit, weil wir hier unten nämlich mit Rainer ja rauf wollen. Rainer ist in zwei Runden hier und etabliert. Dann kaufen wir einen Hafen. Dann geht es mit ihr rauf in die neue Stadt. Aber ich finde, in Wundersalz kaufen wir einen Siedler. Wir hatten letztes Mal diskutiert, ihn in Hoffnungsberg zu kaufen, weil dann hier kein Bürgerpunkt verloren geht. Aber das, ich finde, das können wir machen. Und, oder sagen wir nächste Runde, wenn der Bürger da ist, ist eigentlich egal. Geht auch jetzt. Ich glaube, das können wir jetzt auch machen. Also wir würden dann in einer Runde dann auch wieder einen neuen Bürger bekommen. Also wir sind jetzt einen Sprung davor, sodass wir dann wieder dann noch 15 Bürger haben. Wir können auf die rechte Insel gehen, wir können auf die linke Insel gehen. Wie wichtig ist hier Wohnraum für die neu zu gründende Stadt? Eigentlich nicht. Wir kaufen uns eine Kanalisation im Stadtzentrum. Alles gut. Ja, es ist ja eigentlich auch nur eine Stadt, die... Genau. Mittel zum Zweck ist, damit wir dieses Wunder bauen können. Ne? Produktion ist völlig egal. Für den Gebäude kann man kaufen, den Bezirk kann man da auch vor Ort kaufen. Ansonsten, wir brauchen da oben keine Stadtmauer. Wir haben die, erstens ist da kein Feind. Entschuldige, ich habe einen Grund, der tatsächlich vielleicht eher für die rechte Insel noch sprechen könnte. Erzähl. Das ist, weil wir mit der neuen Stadt und dem neuen Hafen und Leuchtturm natürlich auch einen neuen Handelsweg machen können. Oh, und den auch von diesem Standort dann machen können. Klasse, dann können wir hier einen Hafen hinsetzen. Das ist eine gute Idee, dann gehen wir rechts rüber. Da könnten wir auch von Sternentraum hingehen, da entsteht aber der Raumhafen, das machen wir nicht. Wir kaufen nächste Runde und fahren rauf. Mit ihm gehen wir ins Wasser und gleich mal gucken und dann gehen wir hier rechts hoch. Ach, wir schicken ein Schiff zum Scouten hoch. Dazu sind die Schiffe doch nah. 6 Bewegungspunkte, 6. Der Admiral hat 5. Einmal hier hoch. Einmal hinterher. Gehen wir da oben scouten. Nächste Runde kaufen wir den Segler. Dann einmal hier. Nee, Marmor wollten wir nicht anschließen. Der war hier vorne nur wegen des Skigebietes. Marmor nicht wegen des Schutzgebietes hier unten. Wir brauchen bei Öl. Haben wir hier einen Handwerker? Ja. Öl wird anschließbar sein in 2 Runden. Der hat noch 2 Aktionen. Einmal Öl, zweimal Öl. Der Handwerker hier hat 2 Aktionen. Den schicken wir mal ins Wasser und rüber. Da kann der hier die anderen Dinge noch anschließen. Ich finde, wir sollten tatsächlich eher das Öl anschließen gleich. Aber wir können beides. Wir können einmal Öl und einmal Sägewerk. Nee, das ist ja ein cooles Feld hier vorne. Das hier, das werden wir wahrscheinlich gleich zuerst nutzen. Das ist auch wichtiger als das hier. Ach Gott, Mensch. Ist ja nicht zu fassen. Wir nehmen das hier, denn die beiden Produktionspunkte sind uns wichtiger als die 3 Gold. Ist eigentlich egal, kaufen wir auch gleich, ist vollkommen Schnuppe. Hier geht's auf jeden Fall. Wir gehen machen mal einen Nahrungsfokus hier in der Stadt. Und Produktion ist egal. Wir ziehen mit ihm hier rüber, holen uns ein Sägewerk hier vorne. Da sind viele neue Stadt-Quests da. Eureka für die fortgeschrittene Luftfahrt. Hier ist es. Baute 2 Doppeldecker. Aber ja. Wegen der schnelleren Forschung kann es das egal sein. In Hunza bekämen wir dann einen Gesandten mehr, wissen zu zerrennen und hätten dann 10. Das wäre hübsch, aber soll man deshalb 2 Doppeldecker kaufen? Ich finde nicht. Das ist irgendwie, finde ich, übertrieben. Hunza ist ein sehr wichtiger Stadtstaat, aber ich finde, man kann es übertreiben. Wir die nächsten Gesandten bekommen wir auch schon demnächst. Also man kann es echt übertreiben. Da habe ich keinen Bock drauf. Überhaupt hier alles. Eingebung, kalter Krieg, Zerstörer. Ach komm, das ist mir sowas von Schnuppe. Das machen wir alles weg. Die lösen wir einmal auf. Das ist mir zu viel Micromanagement hier. Flussüberschwemmung verhindert. Hier vorne wieder hin. Ob ein Seebad Zaps bringt, fragt North Bowman. Gemeint sind Zeitarbeiterpunkte, Zeitalterpunkte. Machst du mal nix. Ja, das erste Seebad bringt auf jeden Fall Zeitalterpunkte für uns. Das kann uns eigentlich aber auch egal sein. Aus 2 Gründen, finde ich. Grund Nummer 1. Ist das, dass wir ohnehin ständig Zeitalterpunkte bekommen in rauen Mengen. Dadurch, dass wir im Augenblick sehr erfolgreich spielen, dass wir das Taj Mahal haben. Und zum Zweiten, ich bin skeptisch, ob wir überhaupt nur einen Zeitalterwechsel erleben werden. Der ist frühestens in 40 Runden. Ich finde, wir müssten sehr unglücklich spielen, Matze, damit wir nicht in 40 Runden gewonnen haben.
Das glaube ich auch. Wir haben jetzt gleich den Weltkongress vor uns mit der Möglichkeit, bis zu, ich denke mal, 5 Siegpunkte uns zu holen und danach ja in 30 Runden wieder ein. Und wenn es ein Diplomatie-Sieg werden soll, was wir immer noch anstreben, wäre das auf jeden Fall in 30 Runden machbar. Also auf jeden Fall kürzer als 40. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. So, eine Runde weiter. Hier irrt ein Maori-Siedler hin und her. Allianzen mit allem. Eine Sache müssen wir zum Schluss noch machen. Vor der Erfindung des Schiebereglers müssen wir noch einmal eine Aktion machen. Matsumanix, für die wir uns einen Schieberegler wünschen würden, oder? Du möchtest bestimmt noch einmal auf große Handelstour gehen. Und einmal. Ja. Und cool, einmal. Ja, ich kenne dich einfach zu gut. Du magst ja Elfenbein so gerne von unserer Wiki und ja, die möchte das gerne nochmal neu dir verhökern. Ja. Das kommt aber einfach deshalb, weil ich mag, ist meine Zettelwirtschaft für die Handelsrouten. Ich mag natürlich durchaus auch historische Strategiespiele wie jenes, aber ich mag halt auch Fantasy. Fantasy-Spiele und Fantasy-Welten und ich finde es immer cool, wenn man in unseren Museen zum Beispiel ein bisschen Elfenbein ausstellen kann, also ein paar Skelette von toten Elfen, das zieht auch Touristen an und ist überhaupt cool, finde ich. Mir sogar bereit, neben mein Bett zu stellen. Im Präsidentenpalast habe ich ja eine eigene Suite, Matsumanix hat auch eine. Wir beraten Johann unseren König, rechte Hand und linke Hand, im rechten und linken Flügel haben wir jeweils eine Suite. Und was steht bei dir in deiner Suite neben deinem Bett? Skelette von welchen Wesen? Da habe ich tatsächlich ein großes Kunstwerk hängen, was mir damals ein Kublai Khan rübergeschickt hatte. Und das zu seiner Ehre habe ich dieses große Artefakt da immer noch stehen. Sehr cool. Ja, danke für diese traumatisierende Erinnerung, die du mir gerade beschert hast. Also bei mir in dem Bett steht halt in Zukunft wirklich ein Skelett von einem Elfen halt. Ne? Und weil ich halt Fantasy-Fan bin und die ganze Zeit schon im Augenblick groß und voller Elfenbein-Stoßzähne, mein erstes selbst erlegtes Mammut bei Humankind. Da steht er auch. Habe ich ausstopfen lassen, Leute. Der Gesichtsausdruck erinnert mich übrigens sehr vom erlegten Mammut an das Praktikalb, aber das sind jetzt andere Themen.